Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch zu einem Ründchen Nami-Support. Denn im Stream wurde sich das oftmals gewünscht und das ein oder andere Meme ist dort entstanden. Aber ich möchte nochmal eine Runde für euch spielen. Ein klein bisschen in ruhigerer Atmosphäre, damit ihr ein bisschen wieder was mitnehmen könnt. Viel Spaß dabei. Yeah. Ich blende euch mal kurz für eine Weile die Runen ein. Airy, Mana Flow Band, Celerity und Gathering Storm sind hier meine Hauptrunen. Und dazu die Kekse zusammen mit der Cooldown Reduction. Ist für mich eigentlich auch fast Standard geworden, denn es ist die sicherste Methode. Es hat sehr viel Lane Sustain und man hat im Prinzip hier keine richtige Downside bei dem Ganzen. Der Trade hier für die Janna ist gerade auch schlecht ausgegangen. Sie hat zwar den Auto-Attack oder das W auf mich bekommen, aber mit einem Auto-Attack und meinem Heal kann ich da natürlich wieder ein klein bisschen was zurückkriegen. Und hier, während die Vayne immer wieder mal am Poken ist oder am Minions nehmen, können wir natürlich schauen, dass wir den ein oder anderen Auto-Attack draufkriegen. Wichtig für uns ist, dass wir in der Lane halbwegs vital bleiben. Dass wir da definitiv auch das Level 2 vorher erreichen und hier die Pressure aufbauen können. Ich weiß, dass die Gegner hier gerade keinen Ward drin haben, deswegen kann ich auch hier ganz vorne drin stehen bleiben im Endeffekt. Und darauf warten, bis die hier rankommen, dann auch mal hier ruhig einen W-Heal-Poke, ein, zwei Auto-Attacks und wieder hier meinen Busch rein. Der Busch bietet mir eigentlich schon Sicherheit, ja. Gut, war gerade ein bisschen seltsam. So, und jetzt wollen wir eigentlich die Vayne nur von den Minions weghalten. Wir sehen hier, ist gerade, es sind zwei gestorben, da stirbt das dritte, kriegt sie im Endeffekt alles nicht. Das ist alles Farm, der ihr jetzt verwehrt bleibt. Und dass wir hier auch sicher gehen können, dass das alles in den Turm geht, pushen wir hier ein klein bisschen mit. Nicht, dass die jetzt halt hier in der Lage sind, das noch zu freezen. Das wäre ziemlich unangenehm. Das wollen wir im Endeffekt nicht. Ah, da hätte ich nicht mithitten sollen. Und hier kann man jetzt halt unser Gold auch abbauen. Wenn wir mit Nami in der Lage sind zu pushen, dann ist es vollkommen egal. Das ist natürlich schön, da können wir auch nochmal poken. Und da auf ein Auto-Attack. Ne, wir lassen es jetzt lieber. Nicht, dass wir zu greedy werden. Das Schöne ist halt, wenn wir auch pushen können, dann sind wir in der Lage, eben da relativ gut damit umgehen zu können. Wir sehen Kayn immer noch Topseite. Das heißt, wir brauchen nicht mal wirklich einen Ward zu setzen. Es gibt halt zwei Möglichkeiten in der Situation. Wir könnten freezen oder wir können pushen. Und ich entscheide mich in den meisten Fällen lieber dann fürs Pushen, wenn man die Gegner jetzt halt nicht außerordentlich outfarmen möchte. Und darüber haben wir dann praktisch mehr Vorteile, dass wir halt da den Turm schneller down kriegen. Ja. Dann wieder auf die Minions. Wir wissen nicht, wo der Kayn jetzt ist. Der wird, er ist immer noch Topside. Wir brauchen immer noch keinen Ward setzen. Also da sind wir eigentlich gerade ganz gut aufgestellt. Ja. Die Bubble hier war jetzt halt für den CC. Wenn ihr die Minions CC't, ist ja auch klar, dann machen die keinen Schaden. Und dann könnt ihr da ein klein bisschen stärker pushen dadurch. Und damit sind wir auch schon wieder am Turm. Und können da weitermachen, kriegen unser Gold durch den Turm. Na, über unser Spell Thief. Aber ich komme gerade nicht wirklich zum Poken, was ein bisschen schade ist. Aber jetzt auch nicht so schlimm. Ich finde es auch interessant, dass die jetzt die ganze Zeit so eine Top-Party hatten. Und da im Endeffekt nichts dabei rausbekommen haben. Ist halt ultra gut für uns, weil wir da permanent hier an den Turm drücken. Als Nami Ezreal ist das, ja, wir sind schon eine starke Lane, aber wir sind jetzt halt nicht außerordentlich gut in der Synergie. Natürlich im 2 gegen 2 ist meine E-Fähigkeit zusammen mit Ezreals Q, dass er halt da nochmal triggern kann, ganz nett. Aber es ist halt, wie gesagt, es ist nichts Außerordentliches. Es ist nur ganz nett eben. So, jetzt sind wir langsam in einer Position, wo wir ein bisschen sicherer spielen müssen. Wir wissen nicht, ob der Kayn nicht vielleicht hier bei den Golems ist. Deswegen ping ich das jetzt mal kurz. Und ihr seht schon, wir passen unseren Spielstil so ein bisschen an. Wir pushen nicht mehr ganz so hart, damit wir zumindest ein bisschen die Möglichkeit haben, wieder wegzugehen, wenn es denn nötig ist. Ab einem bestimmten Punkt müssen wir dann wieder härter pushen, weil wir halt dann doch wieder die Minions in den Turm kriegen müssen. Wir haben gerade ihn hier gesehen. Das gibt uns jetzt wieder den Freifahrtschein im Endeffekt. Dass wir hier Auto-Attacks draufsetzen können, wie wir wollen. Weil der Kayn, ja okay, er geht Richtung Bot-Seite. Das bedeutet halt jetzt hier schnell noch diese Wave rein und dann weg. Und im Prinzip können wir auch resetten. Ich hoffe, der Ezreal macht das mit mir. Von dem her, die Landing-Phase ist jetzt enorm gut gespielt gewesen. Wie gesagt, permanent Pressure gemacht, während wir wussten, dass der gegnerische Jungler Topseite enorm viel Zeit verschwendet hat. Und dann halt in den Phasen, wo wir nicht wirklich sicher waren, wo er ist,
ein klein bisschen halt vom Druck, vom Gaspedal runtergegangen, damit wir halt da entsprechend reagieren könnten. Abgesehen davon haben wir jetzt halt noch einen akzeptablen Backport eigentlich erwischt. Gut, hier gehen jetzt einige Minions in den Turm, aber Ezreal hat sich wohl ein bisschen verschoppt hat er sich, hat seinen Trainer halt nicht. Er hat seinen Power Spike jetzt mit Damage überschienen, aber er hat die Träne nicht. Das ist natürlich nicht gut. Kriegt er das? Ja, das kriegt er. Okay, die Frage ist, wollen wir jetzt mit diesem Stil weitermachen oder müssen wir jetzt halt anpassen? Im Prinzip könnten wir so weitermachen. Sie ist auch wieder da, sie geht auch auf die Gold-Dingsbums, tralala. Generation. Die Vayne, die tut halt schon langsam weh. Die Gegner wollen jetzt nicht mehr so hart reingepusht werden. Interessant. Verstehe ich irgendwo auch. Aber jetzt muss der Ezreal dann doch langsam mal hier rangehen und ein Ward setzen. Ich begleite ihn hier ein bisschen. Hallo, bitte, danke. Nein, IDCs. Dankeschön. Ja, das ist halt einfach das. Wir brauchen hier Vision. Wir können da nicht einfach so salopp weitermachen, wie wir das bisher gemacht haben. Ich versuche die Vayne jetzt halt ein klein bisschen offensiver zu poken in manchen Punkten, weil ich die halt doch hier wegkriegen möchte. Okay, immerhin, es war ein guter Versuch. Man kann es ihm nicht übel nehmen, dem Aurelion. So. Nochmal mit einem Auto-Attack poken. Den ping ich zwischenzeitlich auch mal noch. Okay, wir sind definitiv am Knüppel, am Drücker. Und ihr seht schon, die Janna, die hat da nicht mehr so viel Spaß. Wir wissen nicht wirklich, wo der Kane ist. Es ist bereits die 8. Minute rum. Und unser ADC, der nimmt ganz gerne mal Free Hits vom Turm. Und normalerweise würde man sagen, okay, der Kane, der kommt zur Minute, ja, 37, 47 kommt der für den Gank. Aber das ist nicht passiert, ne? Das ist irgendwie seltsam. Und er ist in der Mitte. Okay. Immer wieder auf die Karte schauen. Wo ist der Jungler? Das ist eigentlich einer eurer Hauptpunkte, auf die ihr achten müsst, wo ist denn der gegnerische Jungler? Weil, wenn der bei euch ist, dann habt ihr ein Problem. Das war eine gefährliche Situation. Jetzt gilt es natürlich wieder auf den Kane zu achten, wo der ist. Und der ist immer noch in der Mitte. Die hätte ich mir gerade nicht unbedingt gönnen müssen, die Minions. Das war nicht klug. Das war auch nicht klug. Das war auch nicht klug. Warum folge ich ihm? Also das war ultra dumm, ja. Warum folge ich dem Ezreal, wobei ich weiß, dass er es nicht schafft? Warum folge ich dem da? Ich kann es euch nicht sagen. Das war so ein klein bisschen, naja. Wenn er schon probiert, dann bin ich mit dabei, weil vielleicht klappt es ja. Aber eigentlich war mir klar, dass es durch Schild nicht schafft. Jetzt hat im Prinzip Ezreal auch endlich seine Träne und kann diese hochstacken. Das heißt, sein Midgame wird ein klein bisschen verzögert. Aha. Naja, wir wollen eigentlich hier im Prinzip eh nur Aurelion treffen. Ah, und da treffen wir noch eine Bubble, das ist schön. Ich muss mich erstmal hier draußen halten und wollte da noch ein Ward reinsetzen. Den kriegen sie aber auch noch, denn der hat nur versucht hier zu retten. Puh, hätte ich ein klein bisschen früher reagieren können, ein klein bisschen früher nach oben rausgehen können, dann wäre das vielleicht was geworden, aber weiß nicht. Weiß nicht, weiß nicht. Die Bubble hier auf die Vayne, die war schon okay. Dadurch haben wir halt die. Eigentlich haben wir dadurch nicht nur einen Kill mehr bekommen, sondern im Prinzip auch zwei. Weil der Gorki dann überhaupt noch reingegangen ist. I don't know. Es war okay, aber es war nicht schön. Ich frag mich, was die hier gerade alle machen. Also ich gebe hier jetzt praktisch noch ein Schild mit drauf. Versuch so hier zu helfen, aber. Ezreal in Solo-Play, vollkommen gemisst. Aurelion rennt in drei rein. Alles eine sehr gute Idee. Ich muss den Turm hier. Ne, muss ich gerade nicht. So, den Minion bereiten wir noch ein bisschen vor.
versuche hier ein bisschen die Minions zu nehmen, soweit es mir möglich ist. Damit halt die Pressure auf den Turm gerade nicht allzu hoch ist und ich ein bisschen Gold bekomme. Das ist jetzt eine gerade der Situationen, die mit den Änderungen des nächsten Patches eigentlich schrecklich wären. Weil man hier nicht mehr unbedingt diese Minions sich for free nehmen darf. Ist halt verboten. Aber wenn die Änderung so, wie sie gerade aktuell noch ist, immer wieder PBE-Zeug, dann ist es wiederum in Ordnung, weil da, ich habe meine Quest schon abgeschlossen und da wird der, das Minus wird praktisch da entfernt. So, jetzt ist die Frage, ob ich da noch in Time rankomme an diesen Ward und den clearen kann. Aber in der Position hier bin ich eigentlich relativ sicher, die Gegner haben nicht wirklich den CC, dass sie da viel machen können. So, er geht zurück. Das ist für mich okay, aber ich habe halt gerade keine Möglichkeit mehr, was zu kaufen. Ich kann mir nur Everwisp kaufen, also ja, im Prinzip hast du nicht. Hast du nicht, ich bin nicht schnell genug da. Hätte ich unter Umständen ulten können, ein bisschen CC, aber das wäre ultra unsicher geworden. Also, was soll's im Endeffekt? Wir verlieren jetzt den Bot-Turm auch noch. Ich weiß nicht, wieso der Azrael sich dafür entschieden hat, gegen eine Doppelwave wegzugehen. Das kostet uns den Turm. Ich meine halt, der hat vorhin so schöne Makro-Gameplay-Entscheidungen getroffen. Der ist vorhin so schön immer wieder ran, hat gepusht. Aber vielleicht ist das halt generell sein Spielstil und I don't know. Jetzt sind wir halt einfach glatt behind. Minions jetzt nicht unbedingt. Und Azrael jetzt an sich auch nicht, weil er halt ein relativ billiges Item hat und noch im Skalierungspunkt ist. Aber alles in allem sind wir gerade nicht in einem schönen Spot. So, da haben wir noch einen Ward, den entfernen wir. Und versuchen den Volibear noch so ein klein bisschen zu unterstützen. Das ist der, der im Prinzip noch am gefeedetsten unterwegs ist. Wir sehen drei Leute in der Mitte. Also bewegen wir uns dahin. Die können aber gegen Aurelion hier im Prinzip auch nicht pushen. Ja, da war ich schon gewahr, dass ich praktisch meinen Heal auf mich nutze. Und so ein bisschen rüberspringen kann. Bitte nicht rein-ehen, das wäre alles, was ich von dir möchte. Danke. Und der nächste Turm ist gefallen. Puh. Irgendwie ist das traurig, dass die Gegner so viel Pressure hier haben. Keine Top-Seite, gute Entscheidung hier von Voli. Nimm den der einfach, mach den einfach. Nein, nein, das ist ein Gorki. Ha, Menschen. Währenddessen Aurelion in der Mitte, der stirbt. Dafür muss der Turm. Dafür brauchen wir unbedingt den Turm. Wir können nicht immer so viel Zeit investieren und dann im Endeffekt nur so wenig rausbekommen. Aurelion hat wohl relativ viel in der Mitte halten können und Ultis rausbekommen. Es könnte für Kali jetzt reichen, dass die ein paar Return-Kills kriegt. Nein. Ah, und den Turm kann sie auch nicht halten. Schwierige Runde, denn wir fallen mehr und mehr behind und ich triff meine Bubble nicht. Mal auf einen Drachen, der überhaupt sich nicht bewegt. Aber auch gut. Das ist jetzt eben Kane, der da ist. Alles klar. Du hast wohl ein paar Items bekommen. Schön, 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 schön. ich habe jetzt in dieser Runde ein ganz anderes Problem, wie ihr gerade gesehen habt. Ich bin ziemlich im Arsch, weil der wird das jetzt immer wieder machen. Der hat gerade gesehen, wie einfach er mich auseinandernehmen kann. Hier reißt den nächsten. Und das alles begann mit einem unglücklichen, dummen Dive von Azrael und meinem Follow-up auf ihn. Ansonsten wären wir jetzt halt nicht wirklich in dieser Position, weil wir dann auf der Botlane weiterhin die Pressure hätten halten können. Meanwhile geht in der Mitte einiges an Party, was ich jetzt halt nicht so ganz unterstützen kann. Also ich würde schon gerne. Aber die Akali, die konnte ich da leider nicht mehr rausholen. Oh, ich sehe aber ein paar Ghule. Easy Gold für einen Supporter. Da kann man immer ein klein bisschen was mitnehmen. Und leider kriege ich die Krabbe hier um keinen Punkt. Und da muss ich jetzt gerade wieder aufpassen. Ich sehe den Kane hier drüben. Und kann mich ihm nicht wirklich stellen. So, und ab dem Punkt sollte der Kane halt hier auch tot sein.
Denn wenn er da wirklich rauskommt, dann läuft das extrem schief. Dieses Viech noch hier wegmachen. Die haben halt auch noch... Die haben eine schöne Split-Comp halt auch noch. Über Yorick, über Gorki, das sind zwei Charaktere, die, wenn sie es richtig machen, sehr, sehr schön splitten können. Hier ist kein Ward eigentlich. Wir bewegen uns langsam zu Ezreal, dass der wieder ein bisschen Unterstützung hier kriegt. Braucht die aber anscheinend nicht wirklich. Ich würde gerne weggehen. Arden Sensor wäre theoretischerweise fertig. Und damit auch für mich die Möglichkeit, ein klein bisschen viabler in den Fights zu sein. Volibear kann ein bisschen mit Arden arbeiten. Ezreal kann ein bisschen damit arbeiten. Alles in allem ist eigentlich das nicht so schön für einen Arden Sensor hier. Aber es erscheint mir noch die beste Möglichkeit, da in irgendwie welcher Art und Weise die Gegner unter Druck setzen zu können. Ja, haben wir hier mal weggetankt. Und danach gehe ich eigentlich fast direkt auf den Affiance. Weil ich da dann über den Double Heal sehr gut arbeiten kann. Das heißt, wir gehen hier das Buch und noch einen Control Ward und wechseln hier mal unser Item. Wir haben Minute 20 erreicht. Es ist so ein klein bisschen jetzt halt ein Power Spike, denn Gathering Storm an diesem Punkt ist für uns schon extrem angenehm. 24 AP klingt jetzt nicht viel, ist aber auf Nanami an sich schon viel, weil wir ab 200 AP, wie ihr hier sehen könnt, bei Ebbe und Flow, dass wir da 200 AP brauchen, damit wir keine Reduktion mehr auf unsere Sprünge bekommen. Das heißt, dass praktisch nicht mehr so viel Schaden oder Heal reduziert wird. Ab 200 AP ist praktisch der Equal Point erreicht. Ab dem Punkt sind wir dann fein und können da... Oh, da könnte man doch ein klein bisschen was machen. Ab dem Punkt ist man dann eben ausgeglichen. Und... Ja, ne? An sich, nein, danke. Wir entfernen hier die Wall. Das ist eine der ersten Dinge. Packen da noch einen Ward hin. Na, schlechte Position für mich. Sehr schlechte Position, weil ich gerade Sorge haben musste, dass der Kane mich tötet. Den Call finde ich ein bisschen interessant. Ich gebe erstmal ihr das Schild für den Attack Speed, weil sie als erstes dran ist. Und dann eben noch... Ja, an sich wissen sie es nicht wirklich, aber... Ich meine... Das ist so ein Suizidalkommando. Das ist so ein Suizidalkommando. Guter Call von der Akali. Kappa. Und dann läuft sie auch noch rein und wird getötet. Tja. Also ich kann noch weiter skalieren. Mir macht es nichts aus. Ich habe eben Gathering Storm dabei. Und je mehr AP ich eben kriege, desto feiner bin ich eigentlich unterwegs. Wir müssen aber hier mal kurz festhalten, dass dieses Spiel gerade durch zwei, drei extrem schlechte Entscheidungen ziemlich schwierig geworden ist. Ziemlich schwierig. Da versuchen wir mal ein klein bisschen zu CC'en, denn den Herald, den kann man neuerdings auch CC'en. Und hier machen wir ihn weg. Oh, lolli. Gorki macht halt inzwischen auch Schaden. Der ist eigentlich gar nicht so bei einem krassen Power Spike. Aber er ist halt einfach nur mit einem ekelhaften Damage Split ausgelegt. Der können wir wieder ganz hochhalten eigentlich. Bringt uns nur nicht viel. Da mal kurz scouten. Aber da ist auch nicht viel. Gegner kriegen wir hier tot. Da war ein Ward. Den kriegen wir noch. Und Gorki ist mit seinem Package unterwegs. Ocean Drake. Wäre schön, wenn wir mal einen Drachen bekommen. Wenn wir überhaupt mal ein Objective bekommen, das ein gewisses Value hat. Aber ich habe da immer noch ein paar kleine Zweifel. Wenn wir Affiance haben, ist unsere Spielweise im Prinzip relativ simpel. Wir haben Arden Sensor, mit dem wir jemanden direkt heilen. Oder uns selber vielleicht. Ist ja je nachdem. Wow. Nee, das mit dem Drachen, das wird heute nichts mehr. Das mit dem ganzen gesamten Team wird hier, glaube ich, nichts mehr. Danke, dass du dich für uns geopfert hast. Ich versuche da mal noch rauszukommen. Und das scheint auch zu klappen. Spielweise wäre dann Heal auf uns oder auf einen Partner. Dann geht der Sprung auf eine Damage-Komponente, das heißt auf irgendeinen Gegner. Und danach würden wir halt den Sprung wieder zurück auf einen Partner bekommen. Und dann im Prinzip zweimal den Arden Sensor triggern, beziehungsweise wir haben dann Affiance und der zweite Heal, der ist dann schon ziemlich stark, den wir da rauskriegen.
Ja, den Turm müssen wir im Prinzip fallen lassen. Man würde gerne, aber es ist nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Also nicht, Akali kann da im Prinzip gerade auch nichts machen. Die hat zwar ihre ein, zwei Items da, aber so wirklich was bringen tut es halt auch nicht. Na. So gesehen haben wir hier schon echt gutes Chase-Potenzial. Wir sollten das durchaus nutzen. Wir sollten das durchaus nutzen, dabei natürlich Kane nicht aus den Augen verlieren. Ich habe kein Mana. Da war noch eine Janna. Verdammt. Bisschen traurig, weißt du? Da denkst du dir, geil, ich hab's rausgeschafft. Kane hat mich nicht getötet. Und dann sagt sich Janna, weh und tot. Aber ich denke, die bekommen hier noch ein klein bisschen mehr. Sollten eigentlich. Wenn Akali nicht halt komplett outplayed wird. Boah, war knapp. Tja, gut. Soll wohl nicht wirklich sein, aber ich gebe noch nicht auf. Die meisten Spiele werden dann auch Minute 30 rum entschieden. Nein. Und dafür stirbst du jetzt wieder. Komm, Bärchen, schnapp ihn dir. Minute 30 rum, weil da im Prinzip der Baron-Buff mit am schwersten liegt. Vor Volibear kommt man halt nicht unbedingt weg, ne? Muss man halt auch mal sehen. So ein Volibear, der hat eine gewisse Daseinsberechtigung. Huiuiuiuiuiui. Der Chase war schön. So, Wards werden wir hier noch ein paar entfernen. 1, 2, 3. Hallo, Vayne. Eventuell kommt jetzt noch der Yorick hoch und tötet mich. Das könnte natürlich passieren. Nee, tut er nicht. Glück gehabt. Dann gehen wir noch ein paar weitere Wards entfernen. Damit der nächste Baron Buff entscheidet im Prinzip darüber, ob wir das hier gewinnen können oder nicht. Ich kann jetzt mir gerade kein weiteres Item leisten. Mit 700, 800 Gold ist halt echt nicht geholfen. Ich bin jetzt genau bei 201 AP. Und ihr seht hier auf der untersten Linie, ich habe jetzt keine Reduktion mehr. Und der zweite Heal ist dementsprechend dann immer stärker, weil Affins noch mit dabei ist. Das heißt, ich heile jemanden, mache Schaden. Und der weitere Sprung, der hielt dann die Person hoch. Jetzt wäre halt einfach nur ein schöner Punkt, dass wir hier Vision aufbauen. Na, da ist noch ein Yorick. Ich hab Janna immerhin getötet. Ich hab Janna getötet. Es war ein Trade. Und wenn jetzt er noch hier rauskommt, dann haben wir gerade genug Zeit gekauft. Dann war das akzeptabel. Aber halt, okay, okay. Okay, macht... Hier wird auch Nein, nicht mal getradet. Wir haben den Kampf gewonnen. Vergesst, was ich gesagt habe. Der Ezreal muss einfach immer wieder noch ein Play draufsetzen. Ich meine, so weit, so gut. Wir haben das alles hier ein klein bisschen ausgeglichen. Wir haben im Prinzip die Möglichkeit... Ja, komm. Der geht da einfach ran. Der nimmt sich den. So, er countert mich hier komplett. Und jetzt habe ich gerade leider nur die Möglichkeit, einen Heal hier rüber zu setzen. Auto-Attacks wäre nicht schlecht. Wir wollten nicht wirklich fighten. Ich glaube, die Leute haben das aber nicht so ganz verstanden, was wir hier vorhaben. Wir haben einen Drachen bekommen. Relativ easy. Und dann weiter fighten in einer Position, in der wir nicht wirklich fighten wollen? Das war nicht gut. Wir müssen hier mindestens den Inhib aufgeben, da können wir zu zweit nicht wirklich viel machen. Und ich weiß noch gar nicht, auf was ich jetzt gehen soll. Denn im Prinzip sind viele Punkte hier nicht unbedingt angenehm für uns. Vermutlich wird das hier ein Iron Solari. Es wird der Baron. Minute 30 ist erreicht, wir haben 48 AP. Aber den Baron kann man wiederum nicht verteidigen. Jo.
Was ich in Aurelion noch denkt, ich werde es sicher alleine gegen drei, vielleicht auch nur zwei oder so schaffen, hier den Baron zu stehlen. Ich meine, es ist auch nicht schlimm, ja, seien wir doch mal ehrlich, er ist zwar gestorben, aber das ist jetzt nichts, worüber man sich aufregen sollte. Das ist vielleicht auch ein guter Punkt, das mal generell anzusprechen. Man hatet die Leute sehr gerne mal dafür, dass sie einfach irgendwo dumm reinlaufen, versuchen irgendwas zu klauen und da im Prinzip dabei mehr hergeben, als man meint, ja, also, nein, falsch rum gesagt. Sie geben weniger her, weil... Ja klar, wir haben ihn jetzt halt nicht zur Verteidigung hier, diesen Aurelion. Auf der anderen Seite ist es halt auch nicht sein Punkt gerade. Meiner. Ist es auch nicht gerade sein Punkt, wirklich was zu tun. Okay. Das hier ist unsere sichere Basis. Da können wir arbeiten. Wir können den Voli halt auch upspeeden. Das ist ein guter Vorteil für uns als Nami. Aber ich meine, der Aurelion, wir haben jetzt halt sogar noch einen Kill bekommen. Der hat uns nichts gekostet. Ah, wir speeden uns mal hier hoch. Keine Ahnung, ob es die Wayne probieren möchte. Puh. Puh. Diesen Kane, den habe ich schön in seinem Sprung unterbrochen. Sehr, sehr schön. Und dass der Volibear überhaupt da noch rangekommen ist, ist halt auch seinem Buff zu verdanken. Irgendwo ist dieser Volibear-Buff halt doch ein bisschen busted, muss man sagen, muss man gestehen. Jetzt haben die Gegner hier unten noch den Yorick gehabt im Split-Push. Ich weiß nicht, nee, kommen wir nicht ran. Lassen wir dann auch. Die Wall ist wieder runter. Es ist im Prinzip 2 gegen 2 gerade. Der Volibear macht genug Schaden mit mir zusammen. Schöner wäre es noch, wenn der Titanic Hydra hätte. Und dann würde er wirklich Schaden machen. Aber hat er leider nicht. Das reicht eigentlich auch schon das, was er hat. Er hat ja ein unfassbares HP-Scaling auf seine W-Fähigkeit. Das ist so schon okay. Ulti wäre wieder ab. Gorki könnte hier drin sein. Ah, ist er nicht. Glück gehabt. Dann kann ich nochmal backgehen und mich ein klein bisschen resistenzentechnisch ausrüsten. Ach Leute, warum gehen die Spiele so lange? So, mir scheint es, als wollen sie die Top-Lane fokussieren. So ein bisschen jedenfalls. Ich gucke gerade, wie viel Gefahr hier besteht für den Wally. Und da besteht schon einiges an Gefahr. Das heißt, wir gehen damit dazu. Hier müssen wir den ein bisschen schützen oder es zumindest versuchen. Nicht leicht, nicht leicht, das hier so zu spielen. Gegner, wir haben 1-2-1 getradet, aber unser Tank ist halt theoretischerweise weg. Das ist negativ zu betrachten. Ja, aber Azri, der macht Dinge. Dinge, die schön wirken. Jo, das ist nicht schön. Get me out of here. Offensiver WE von Ezreal hier. Und hier macht die Akali ein bisschen was gut. Solange wir keinen weiteren Inhib verlieren, sind wir eigentlich immer noch ein bisschen fein. Weil es halt einfach darauf ankommt, dass wir ein bisschen Druck können wir noch abfangen. Aber wenn es dann weitergeht, dann wird es halt echt kritisch. Und das sollten wir dann nicht riskieren. Die Frage ist, wo ist Volibear? Der ist wieder da. Das sollte eigentlich ein toter Kane sein. Ich habe nichts für dich, Kollege. Ich habe nichts für dich. Ich habe halt nicht mal mehr Mana. Und da bin ich tot. Ah, nicht darauf geachtet, dass da so viele Ghoulis sind. Kampf ging viel zu lange. Kampf ging gerade viel zu lange für mich. Ich hätte da früher mal resetten müssen. Da merkt man, dass mir ein Redemption fehlt. Und mit dem Redemption wäre es von der Mana-Regeneration hier gerade möglich gewesen. Ohne ist es halt einfach nicht möglich. Ah, shit. Die stirbt halt da noch. Puh, damit sind wir eine halbe Minute tot. Und die Gegner müssen eigentlich nur ein paar Inhibs anreißen. Ich weiß nicht. Unter Umständen bekommen sie dann auch noch einen Elder. Botlane ist zumindest ein schöner Split, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das hier schaffen. Bei Nami kommt es halt meistens auch darauf an, dass ihr eine schöne Synergie braucht im Endeffekt mit eurem ADC. Eine Ezreal ist jetzt hier nicht unbedingt das Beste gewesen.
Es war aber vollkommen in Ordnung. Ich denke, dass wir das Spiel gar nicht hätten so lange spielen dürfen. Das war mit einem Problem, das wir hier hatten. So. Können wir das noch stallen? I don't know. Ich glaube nicht. Nee, da war es leider. War eine interessante Runde. Vielleicht konntet ihr da ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Climben. Bis zum nächsten Mal.